Drägenheld, ja. Meine Lieben, wir haben heute das Spiel The Dark Story am Start. Und ich bin mal gespannt, wie das sein wird. Ja, schauen wir einfach mal rein. Und ich schalte dafür einfach schon mal rüber. Das ist falsch, aber das ist richtig. Okay. So. Hier schreiben sie, dass sie ein paar interessante Sachen in Kapitel 1 bis 5 dazu getan haben. Und wir sollen sie mit auschecken. Ja, das volle Gameplay, falls man nicht weiterkommt, findet man auf der offiziellen Seite des Herstellers. Ist auch unten in der Beschreibung mit drin. Ja, wir sagen, wir starten einfach mal. Und ich bin wirklich gespannt, was uns erwartet. Okay, Play, Setting, Controller. Wir gehen mal kurz in die Settings nochmal rein. Da ist jetzt nicht viel, was man irgendwie machen kann. Okay, Controller, okay. Das ist nochmal ganz interessant. Tablet ist T. Skip ist 5. Walk, okay. Tab ist auch da. Escape. Pickup ist E und Drop ist R. Ich hoffe, das kann ich mir merken. Aber das kriegen wir irgendwie schon hin. Gut. Und dann lasst uns hinein ins Game. Okay. Kapitel 1. Achso, ich muss hier nach und nach freischalten. Okay, cool. Mhm. Carrera-Bahn lässt grüßen. Ein Haus. Wer ist das jetzt? Oh, hat er uns geschlagen? Cool. Ich sehe gerade, das muss ich aber noch mal ein bisschen korrigieren. You can search throughout theft in cabins for keys and other objects. You can see tasks by pausing game and clicking on task button. Pausing game and okay, you can visit our officer. Achso. Gut. Die haben irgendwie Panik, dass wir es nicht spielen können, ne? Ah, wir sind doch gar nicht so. Okay. Was müssen wir machen? Hier haben wir eine Lampe oder sowas, würde ich sagen. Kann ich die irgendwie nehmen? Okay. F to toggle on. Guck. So haben wir das auch schon mal. So, hier ist nichts. Das ist ein, wie ich vermute mal, das ist so die Gremie suchen und verstecken, ne? Oh, ich kann die Tür öffnen. So, das heißt,
Oh, hier sind aber viele Gänge, wie wir sehen. Das kann ich. Ups. Ich hab nur mal, wollte eigentlich nur mal gucken, wie das Bild aussieht. Dann kann ich das hier genauso machen. Oh! Was ist das denn jetzt? War mal gelb, rot. Das müssen wir uns garantiert merken. Das muss ich mir aufschreiben. Ich, alter Mann, das muss ich mir aufschreiben. Also. Gelb, rot, blau und pink. Oder purple. Okay. Das war jetzt mehr so ein Zufallstreffer. Das war schon mal cool. Da war doch noch ein Bild, ne? Da ist nichts. Jetzt müssen wir mal gucken. Waren hier noch Bilder? Nee. Da war nichts. Das war wirklich nur hier, ne? Okay. Kann ich hier was machen? Hier ist auch noch ein Bild. Aber ich glaube, wir haben schon das gefunden, was wir finden sollten. Cool. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was ist hier? Okay, hier ist auch noch ein Bild. Ja, okay, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben unsere Hausaufgabe schon mal irgendwie schon gemacht. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir das einsetzen können. Das ist ja. Ich kann ja auch nicht mehr hochmachen, nö. Cool. Ich bin richtig begeistert von mir. Okay, dann gucken wir mal. Oh, jetzt ist so ein bisschen windy. Oh, hier kommen mehr und mehr Gänge. Hier kann man sich ja richtig verlaufen. Warte. Wir müssen hier erstmal alles absuchen. Kann ich auch springen? Nein, kann ich nicht. Hat er auch nicht angezeigt gehabt, ne? Ne, hier ist nichts. Ja, ne. Oh, guck dir das mal an. Das geht immer tiefer rein. Krass. Wie soll ich denn da mich wieder zurechtfinden? Was haben wir denn hier? Ach, guck mal, Schubladen können wir aufmachen. Müsste man ja von unten anfangen, ne? Und dann einfach offen lassen, damit man weiß, dass man die schon hat. Oder? Ja, das machen wir auch so. Kommt aber jetzt kein Ghost hier angerannt. Ach du große. Oh! Guck mal, da ist was rausgefallen. Key rum. Zwei Key. Das ist garantiert nichts weiter, oder? Nee. Aber wir gehen nach unser Schema F vor, wo wir gesagt haben, wir machen das so auf und dann gucken wir mal. Hey, es ist ja. Okay. Und da ist was. Aber das kann ich nicht nehmen, oder? Kann ich das nehmen? Irgendwie F oder so? Nee. Nee. Doch, jetzt habe ich das irgendwie genommen. Frag mich nicht. Aber ich habe das jetzt auch in der Hand. Cool. Also wir haben wieder was gefunden. Aber wir müssen jetzt hier scheinbar irgendwie alles ablaufen, habe ich so das Gefühl. Damit man nichts übersieht. Oder? Das ist krass. Okay. Kann ich nee, hier rauf springen? Ging ja nicht. So, okay, dann. Da ist noch eine Tür. Also. Was läuft da eigentlich? Das hört sich so an, als ob da noch jemand am Laufen ist. Das war scheiße. Oh.
Lass es. Hey, und ich dachte, die haben gesagt, da ist kein Jumpscare drinne. Ich habe mich eben so verjagt. Jetzt müssen wir irgendwo hier mehr aufpassen. Das ist, glaube ich, der Raum, wo wir angefangen haben. Oh, ich bin jetzt hier völlig durcheinander. Ach so, warte mal. Wir sind... Wir müssen jetzt mal gucken. Kann ich damit hauen? Nein, kann ich nicht. Oh Gott. Ich bin völlig hier... Oh, der macht ja... Nee, der macht keine Türen zu oder so, oder? Ah, ich muss hier... Oh Gott. Hm? Oh. Warte mal. You need guest room 2. Aber guest room 2, wir hatten auch einen Schlüssel irgendwie, ne? Inventory oder sowas? Wie kann ich denn sehen, was ich habe oder was ich nicht habe? Okay, den haben wir scheinbar noch nicht. Unique guess. Also wir brauchen noch einen anderen Schlüssel. Oh. Waren wir hier schon? Irgendwie ja, ne? Hier ist noch eine. Krass. Oh, guck mal, hier geht eine Treppe runter. Hier sind wir im ersten Stock. Oh, das wird ja unheimlich. Türen sind alle zugenagelt, ne? Damit man da nicht rausgeht oder so, ne? Oh, ich mache immer das F-Taste. Ich bin da noch so... Ah! Der haut mich, ne? You're dead. Okay, ich hab's jetzt verstanden. Ich habe das Spiel verstanden. Ich habe es verstanden. Also, wir müssen Schlüssel suchen, wir müssen Gegenstände suchen und wir dürfen diesen Typen nicht über den Weg laufen. Cool. Ja, erstes Fazit. Also ich kann jetzt schon sagen, das Spiel hat mich sehr, sehr emotional mitgenommen. Hat man ja auch gesehen, denke ich mal, live. Ja, wir werden es weiterspielen. Kommt zum nächsten Part wieder zurück. Und in diesem Sinne, Dragon Hill.